Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Fraktion Bündnis 90 Die Grünen begrüßen den Antrag. Und von Seiten der Regierungskoalition, Herr Albrecht, habe ich selbstverständlich nichts anderes erwartet, als dass Sie den Antrag ablehnen werden. Die Zielsetzung und Ausrichtung der Wohnraumförderung, die gehen zwar in die richtige Richtung, so die Rückkopplung von Akteuren und Experten. Jedoch ist die derzeitige Praxis der Wohnraumförderung des Landes ein Beispiel für nicht adäquates Regierungshandeln angesichts der absehbaren Herausforderungen in der Wohnraumentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gehen wir mit der Fraktion Die Linke mit. Neben den sozialen Aspekten, was Sie primär thematisiert haben, Frau Lück, geht es uns im Besonderen um die adäquate fördertechnische Berücksichtigung auch der gesellschaftlich relevanten Energiewende und des demografischen Wandels. Wir unterstützen die einzelnen Forderungen in Ihrem Antrag, möchten aber gleichzeitig auch den Blick noch mal erweitern auf andere Aspekte. Aus unserer Sicht bedarf die Wohnraumförderung und damit auch die Modernisierungsrichtlinie einer umfassenden Evaluierung. Gut, man kann es auch der Regierung überlassen, aber ich denke, es ist sinnvoll, die Evaluierung und auch die Erörterung in den Ausschuss hineinzuholen, dort, wo er eigentlich hingehört. Für uns Bündnisgrüne sind wichtige Aspekte einmal, dass Bürgerinnen und Bürger möglichst in ihrem angestammten Wohnumfeld leben und bleiben können und dass die Mieten da auch bezahlbar sind. Dazu ist es erforderlich, die bestehenden Förderprogramme wie die Wohnraumförderung und das Eigenmittelprogramm der KfW zusammenzuführen und auf einen generations- und altengerechten Umbau der Gesellschaft hier zu setzen. Wir wollen die Anpassung an Standards des universellen Designs, das also möglichst vielen Nutzern gerecht wird. Zweitens ist die derzeitige Förderkulisse zu hinterfragen. Es gibt die derzeitige Förderung ist nur für Kommunen unterhalb von 10.000 Einwohnern möglich. Das hatte bereits auch Frau Lück schon erwähnt. Das schließt also viele Orte im ländlichen Raum aus. Wie sollen da gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden, meine Damen und Herren? Die Förderkonditionen sind also entsprechend anzupassen, sind also entsprechend auszuweiten. Die Richtlinien müssen den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden, den Gegebenheiten vor Ort gerecht werden. Wenn wir Masseneffekte an die Modernisierung und Anpassung des Wohnbestandes, an die künftigen Bedarfe erreichen wollen. Sie gelten derzeitig lediglich für Eigentümer, deren Grundstücke mit Miet- und Genossenschaftswohnungen bebaut sind. Relevante Akteure wie Privat- und Kleineigentümer, Selbstnutzerprojekte und Immobilienentwickler, also Akteure auf dem privaten Wohnsektor, sind größtenteils ausgeschlossen. Aber gerade im ländlichen Raum bedarf es adäquater Anreizinstrumente für Umbau- und Anpassungsmaßnahmen. Zudem halten wir es für wichtig, eine Vereinfachung von Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie die Verkürzung der Bearbeitungsfristen zu erreichen. Eine zentrale Sache zum Schluss noch, meine Damen und Herren. Wir begrüßen den energetischen Ansatz in Ihrem Antrag. Überlegenswert wäre aber auch, dass man da eine separate Programmlinie auflegt für energieeffizientes Sanieren und Bauen. So macht es beispielsweise das Land Brandenburg. Insgesamt möchte ich sagen, dass wir den Antrag unterstützen. Die Richtlinien bedürfen einer umfassenden Novellierung. Darauf weisen auch viele Experten und Akteure hin. Und wir möchten den Antrag gerne in den Wirtschaftsausschuss überweisen,
Da gehen wir mit der Fraktion Die Linke mit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.